Hey. Ha? Was ist denn jetzt passiert? Okay, ich muss noch mal kurz. Sweetie? Harley wollte gerade nicht. Hallo, Hunted. Sehr gut. Hallo, Dero. Ja, aber übernimmt sich dabei nicht so sehr wie du. Also scheint okay zu sein. Ja, PP ist ja auch offensichtlich stärker als One Punch Man. Also ist das schon okay.
Nun, es könnte schlimmer sein, Leo. Das ist alles, was ich sagen wollte. Es könnte schlimmer sein. Hallo. Ich kann ja das noch nicht geben. Schade. Aber dann sagen wir mal Hallo zu Prinz. Hallo. Sieht aber nicht sehr königlich aus. Ja, das müssen wir noch ändern. Was für Kurs, was für Kurs. So, dann machen wir jetzt einen Holzschrank. Oh, wir haben nicht genug Holz. Okay. Dann gehen wir halt Holz hacken. Muss ja. So, ehrlich gesagt klingt Rollstuhl nicht so cool. Der ist ganz schön veraltet.
Oh, Seifenblasen. Oh. So, jetzt ab geht's. Die ist auch schön. Und die mag ich auch. So, haben wir noch irgendwas random, was wir verkaufen können? Gerade nicht. Gerade nicht. Okay. Hat Lucy nicht gerade vor lange geschrieben im Discord? Warum? Was ist passiert? Warum jetzt nicht mehr? Doch, jetzt wieder. Naja, gut. Ja. Aber sollte jetzt nicht noch auf Arbeit sein, in Theorie? Ich hoffe, er ist nicht krank oder so. Hier irgendwas gegeben? Ja. Ja, sterbe ich halt.
aber es ist diesmal ein positiver Roman. Das ist ja auch schön und wichtig. Ist schön, auch mal was Positives zu sagen. So. Oh Gott, ich kann wirklich sterben, ne? Whoops. Dead. Was macht denn der Fotohund da? Hallo Stossel. Ja, Künstler-Profi. Sehr gut. So, jetzt schlagen wir noch so viel auf Stuff rum, bis die Axt kaputt geht. Und dann sammeln wir das ganze Holz ein.
Dann haben wir auf jeden Fall eine gute Menge Holz, das ist schon mal schön. Und dann warten wir, bis das Paket über uns ist. Dann schließen wir das ab. Hopp. Das war knapp. Eine Hawaii-Schürze, okay. Ah, keiner cute. Hört ihr das eigentlich? Ich glaube, draußen ist gerade irgendein Rasenmäher oder so an. Dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Ich meine, wir befinden uns in Schnuffel. Das heißt, wir gehen entweder auf Dunkel oder auf Blau. Okay. Okay.
So. Okay, es gibt wieder neue Zäune, das ist gut. Könnte mein Telefon umgestalten oder habe ich gerade keine Lust zu? Ich habe zwar gerade kein Geld, aber wir können mal gucken, ob was Neues im Nook Shopping drin ist, was man. Oh, der Gartenwasserhahn ist tatsächlich cute. Und natürlich die KK Fuge. Warum eigentlich nicht? So, die muss auf jeden Fall ins Lager. Sieht auf jeden Fall elegant aus als vorhin. Sehr schön.
Müssen wir alle mal gucken. Also am Ende hätte ich gern, dass das hintere Zimmer die Küche wird, weil wir haben bisher noch nicht so wirklich genug Stuff, um anderes als ein normales Wohnzimmer zu bauen. Also wird das jetzt erstmal ein bisschen durcheinander. Ja, immer noch voller als deine. Und ich kann gar nicht random zu Ikea laufen. Muss dir mal vorstellen. Doch wahr. Nein, das wollte ich nicht. Sollten wir dann erst mal Medizin holen gehen. Oh, schon wieder? Gulliver, was ist denn los mit dir? Ah, ich kann eine Ente bauen. Ente, Ente. Das ist sehr gut und sehr wichtig. So, dann weg mit Magulliver. Ich bin
Ja, auch irgendwie schöne Tageszeit, gut hier war. Verstehe ich, dass man nach dem Kitzeln wie ein Stein über Bord fällt, der arme Bulli war einfach durch das Kitzel. Okay, Gulliver, ich helfe natürlich. Nachdem ich ein paar von diesen Schmetterlingen gefangen habe. Weil ich muss mir jetzt später auch meine Medizin leisten können. Ja, ja. Warum nicht? Eine Schneeflockenmütze. Okay. Nee. Nee. Das sieht ja kalt aus. Hier ist warm und sonnig. Gutes Inselwetter. Danke, Gulliver. Ja, ich finde auch, ich habe das sehr gut gemacht. Wo sind die Fernsprecherteile? Eben waren sie doch noch hier. Ja. Oh, wie lieb. Na, also mal jetzt hingehen.
Belieb einfach. Belieb. Sie singt. Ah. Ich tausche dich und zwar mit diesen Essen. Und dann gehen wir erstmal verkaufen. Ja, nehme ich. Oh, die habe ich noch nicht. Ah, unlucky.
Sissy. Da. Müssen wir noch ein bisschen warten. Das war heute nicht so gut. Ah, finally! Für Eugen! Ja, Quälgeist trifft auf jeden Fall. Natürlich eine ungünstige Flugbahn für so ein Paket, ne? Dann hoffen wir mal, dass das nicht direkt über uns ist, sonst könnte es ins Wasser fallen. Oder wir gehen hier noch ein Stück nach rechts. Falsch eingeschätzt? Ja, es fliegt weiter unten, als ich dachte. Okay. Oh, ups. Ein Faxgerät. Okay, hallo Deutschland. So, hier noch zwei Fernsprecherteile und da spuckt irgendwas aus dem Wasser. Ja. Kann ich dir jetzt auch was? Nein, ich kann. Warum kann ich nichts zurückschenken? Henlo, du cooles Mädchen, deine Aufmerksamkeit ist doch geschenkt genug für sie. Ach so. Na dann ist okay. Hallo Mono. Hallo. Ich habe gehört, du warst gestern ganz wild Party machen. Nee, um 4 war ich zu Hause. Ungefähr. Warte. Mono!
Ich habe 2 Stunden vorgeschlafen gestern Abend. Mono? Ja. Das sind keine 8 Stunden. Not even close. Tja. Wow. Zu meiner Verteidigung musste ich aber auch nach Hause laufen. Alle hintergehen sie mich hier. War es denn wenigstens lustig mit Jens? Ja. War wild, wie die Jugend sagt. Ja, das ist ja egal, was die Jugend sagt. Ich meine, du warst bei der Agentur Boomer. Das ist richtig. Achso. Das ist absolut richtig. Ich schätze, die Jugend ist da rausgenommen. Hast du rausgefunden, was Jens eigentlich so macht den ganzen Tag? Nee, war nicht so die Redeatmosphäre da. Bisschen laut. Ah. Ich habe ihn nur zum Geburtstag geknuddelt und von Maurice einmal geknuddelt. Und zum Ah. Abschied. Ja, Hackaufträge Der dafür. hat auch im Mai Geburtstag? Jens? Ja, gestern. Oh, upsie. So, warum sagt mir Google jetzt nicht, wie weit mein Rückweg war? Das würde mich mal interessieren. Vier Kilometer. Ja gut, das geht. Hallo, Koala-Kollege. Ein Stahlträger. Das ist okay, zeig mir ruhig mal einen Stahlträger macht. Ja, er hat mir sein Stahlträgerrezept gezeigt. Bonk. Auf jeden Fall sehr wohnlich hier, ja. Sehr grün. Und der bräuchte mein Bett offensichtlich. Das heißt, das nächste, was wir ihm schenken, ist vermutlich ein Bett. Das Feldbett haben wir ihm schon geschenkt. Wieso wollt ihr alle die Straßenlaternen aufstellen? Ich mein, okay, aber. Für mehr Sicherheit nachts auf dem Ich meine, Heimweg. die sind keine. Die sind keine cute. Aber. Wir haben noch keine Straßen. Ja, jetzt kommst du hier mit Logik.
Kann ich den anmachen? Ja! Dann läuft Wasser. Ich frage mich, ob wenn ich da eine Pflanze daneben pflanze, ob das als gegossen zählt. Ich glaube nicht, aber es wäre sehr lustig. So. Dann sag mir, was ich alles brauche für eine Gießkanne oder zwei. Weichholz, okay. Ich überlege, ob wir heute noch was anderes machen, also ob wir heute dann vielleicht wieder in Person erscheinen. Später. Oha. Weil bis jetzt ist ja heute noch nicht so ein Tag, bei dem man so viel grinden muss hier an Animal Crossing. Das heißt, wenn ich dann tauchen war, sind wir eigentlich durch für heute. Und dann geht's wieder ein bisschen simpen. Und dann könnt ihr wieder ein bisschen simpen, genau. Was heißt hier ihr? Ja, ich weiß nicht. Ich heule nicht jedes Mal, wenn Lady Arden im Bild ist. Oh, stimmt, heute Abend Quiz mit Turi. Mhm. Freue ich mich drauf. Mhm. Endlich auch wieder Maurice Content. Stimmt, der ist auch da. Den wollte ich gestern eigentlich mitschleppen. Aber? Aber wollte nicht. Bravi ist bestimmt brav, ist rechtzeitig ins Bett gegangen. Mhm. Also er hat mir zumindest, als ich um 3 noch geschrieben habe, nicht mehr geantwortet. Vermutlich hat er da geschlafen. Finde ich gut, muss ich sagen. Who would have thought? Der hat, wenn er die ganze Nacht WoW gezockt hätte, hätte er dann geantwortet. Das meine ich ja damit. Wow. Okay. Zu Recht verdächtig. Glaube ich nicht. Woher soll er denn wissen, dass er snitcht? Dafür müsste er sich ja... Dafür müsste er hier mal zuschauen. Zum Beispiel. Und seinen Sub nutzen. Glaube ich nicht. Ja, ich habe halt irgendwas in T3 reingeschmissen. Sobald wir Follower-Emotes haben, kommt Odin als Follower-Emote. Aber bis dahin ist es halt T3 erstmal. Ich weiß gar nicht, wie viele Follower-Emote-Slots man hat, aber wenn es mehr als 5, ja, dann muss der Bonk da bitte auch rein. Den brauche ich, aus Gründen. Ah ja. Und Luzi hat recht, dann kommt wahrscheinlich auch Hai rein und was noch? Notiz das Herz vielleicht? Das Herz klingt auch sinnvoll, ja. Also das sind so diese, ich sag mal, standardmäßigen, die alle in die Follow-Emotes reinpacken, weil die ja halt am meisten benutzt werden. Hm.
Am besten auch zum Verbreiten und so. So, dann erzähl uns mal was über den T-Rex. Einfach mal einen T-Rex-Torso durch die Gegend geschleppt, Respekt. Ja, ja. Strongflausch. Ist anscheinend auch Eugen der Meinung, dass er ein echtes Schwergewicht ist, ja. Oh, Bananenzähne! Bestimmt. Ja, was auch immer das ist. Oh, also eine Wassersnack sozusagen. Ungewöhnliche Garnele. Okay. Why not? Gucken wir uns die ungewöhnliche Garnele doch gleich mal an. Das höre ich öfter. Was? Wow. Wow. Sieht das? Ja. Ja, sieht jetzt nicht so bisschen putzig aus einfach. Hörst du das auch öfter? Nee. Leider nicht. Aber ich bin mir sicher, du sagst das öfter zu diesem Raubtier neben dir. Der liegt schon wieder in seiner Höhle und pennt. Surprise. Ja. Hier ist Predator und so. Ja, ja, immer schlafen wäre vorbildlich, aber wenn ich schlafen will, dann mount's halt wieder rum. Das wäre unvorbildlich, muss ich sagen. Das ist sehr egoistisch vor allem. Eure Taschen sind dezent voll, okay.
dann gehen wir erstmal Stuff verkaufen. Wann ist nochmal euer Kommtreffen? Samstag. Mhm. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ich will keine dieses verdammte Emote. Wird so gut. Meine, wie kannst du nicht wollen, dass es ein Monocute-Emote gibt? Das ist offensichtlich nötig. Weil ich hässlich bin oder so. Quatsch. Doch, doch. Dann würde das Emote ja nicht Monocute heißen. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Das sind Lügen, Fälschungen. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Aber roh schon? Ja, doch, Mono würde sagen, dass er hässlich ist. Das ist halt gelogen. Aber sagen würde er ja trotzdem. Ja, also würde jemand das sagen. Tja. Ja, denke ich aber auch. Ja, und man selbst ist sich immer der Nächste. Und wenn dein Nächster sowas schon sagt, dann, also, das ist verloren. Ja, und wenn ich sage, dass ich hässlich bin, was sagst du dann? Dass du verrückt bist. Ausgedribbelt, würde ich sagen. Ja. Schau nur auf deinen Ellenbogen, ausgedribbelt, ganz genau. Der ist übrigens fast wieder heile. Sehr schön. Selbstheilung insane einfach. Mhm. Taktisch insane. Mama. Na, guten Morgen. Ja, alles gut, ich bin da. Nee, der Papa nicht. Wäre auch zu schön gewesen, wenn es funktioniert hätte. Tja, schade. So, für dich kann ich aber nochmal den Widget-Test anmachen. Dann sieht man es wenigstens. Alles gut. Guck, da ist er. Sehr schön. Ja. Können das jetzt auch gerne nochmal 199 mal machen. Ich habe heute nochmal oder gestern nochmal 200 Bits wieder bekommen. Warum? Woher? Ich habe wieder ein paar Firmen gedisst. Hä? Es gibt Twitch Power Research Group, heißen die, glaube ich. Die schicken dir E-Mails, wo du an so einem Marketing-Umfragen teilnehmen kannst, 5 bis 10 Minuten. Dafür kriegst du 100 Bits. Hm. Das finde ich eigentlich in Ordnung. Dafür, dass ich da einfach große Firmen disse. Weil die eine Frage, die immer vorkommt, ist, welche dieser Marken verbinden sie am meisten mit Gaming? Und das Textfeld schreibe ich dann rein, ihr seid keine scheiß Gaming-Firma. Das ist so lächerlich, diese Fragen. Ja, okay, aber Hauptsache bezahlt. Welche große Firma verbindet man denn mit Gaming? Ja, Leute, ja, Firmen, die Gaming-Kram herstellen, aber ganz sicher nicht Pringles, die hatte ich gestern oder vorgestern. Fucking Pringles, Junge.
Mir unbegreiflich, wie man so eine Frage stellen kann. Marketing-Leute sind einfach nur wild. Ich verstehe das schon. Die denken auch, du verbindest Five Gun mit Gaming, weil du es mit dem, weil ich den Spot 800 Mal hintereinander hier als Werbung bekomme. Ja, eben, ich verbinde Five Gun nur mit schlechter Werbung. Ja. Das ist das Dümmste an Twitch, dass man die Werbung immer hintereinander 1000 Mal hat. Dadurch hast du das Produkt schon automatisch, wenn du nicht völlig durch bist. Verstehe auch nicht, warum sie das nicht mal hinkriegen, das richtig, also. Es heißt immer, sie wollen, das ist ein Fehler und das soll eigentlich gar nicht passieren. Ja, aber dann berichtigt das doch einfach mal. Es kann nicht so schwer sein. Das ist anscheinend sehr schwer. Ja. Da das Problem seit 6 Jahren oder noch länger besteht, ja, auf jeden Fall. Denn again, wenn ich aufzähle, wie viele Fehler es seit mindestens 6 Jahren auf Twitch gibt, also, ne, dann schlafe ich heute nicht mehr. Das wäre unschön. Das ist so eine lange Liste. Lass es mal. Na gut. Ja, also ich glaube, wenn Flauschi die ganze Zeit den Bit-Alert drückt, dann könnten wir sie schon sehr lange beschäftigen, wenn es immer nur ein Bit gibt. So ein paar von meinen 10.000 von dem Telekom-Event habe ich auch noch übrig. Ich hoffe, es gibt mal wieder so ein Event, das war so geil. 10.000 Bits, was kostet 10.000 Bits eigentlich? Moment, das will ich gerade mal gucken. 10.000 Bits kosten 154 Euro, wenn du sie kaufen würdest. Ah. Einfach Geschenk, das war so schön. Aber bringen dir Bits irgendeinen Mehrwert? Also außer, dass ich den Emote freischalten kann in der Theorie, wenn du genug Bits geschossen hast? Mir bringen die gar nichts. Das ist halt eine Spende an einen Streamer. Mit Bonus für Twitch, wenn du sie kaufst. Wenn nicht, halt nicht. Und ich glaube, als Auszahlung an Streamer war ein Bit ein Cent, oder? Irgendwie so. Ich glaube schon. Aber wahrscheinlich unversteuert. Also dann nochmal durch irgendeinen Share oder so. Das kann natürlich sein. Aber zumindest, also kriegt Twitch da dann nichts mehr von. Mama. Ja, siehst du, hat die Telekom damals dafür gesorgt, dass, weiß ich nicht mehr, wie viele Zuschauer das waren, aber jeder quasi 100 Euro an Streamer geben kann. Das ist schon generous. Ja, was beschwerst du dich denn? Es lief ja auch noch auf 4 Kanälen. Das waren bestimmt 20.000 Leute oder so insgesamt. Gut Geld verbraten, also, okay. Ja. Deswegen glaube ich auch, dass das nicht nochmal kommt, aber es wäre sehr schön. Maurice ist wach. Auch. Naja, okay. Ich glaube, der hat genug geschlafen. Bin mir sehr sicher, der hat genug geschlafen. Naja, jetzt beschützt du ihn. Was heißt der jetzt? Eben auch schon. Eigentlich bist du gar nicht am Snitchen. Eigentlich. Eigentlich bin ich am. Protecten, Good am Boy Protecten oder so. Ja, ja. Ah, ja. Wir sind heute lucky. Wie war das noch? Wer ist der liebste Cowboy der Schaben? Kakalaki Luke. Okay, wow. Den habe ich von Gregor. Den hat er beim Resident Evil Let's Play gemacht. Grandios. Ich habe sogar fast geschnaubt dabei. So gut war der. Er fragt, ob man, wenn man den Rasen mäht, die Erde rasiert. Aber heißt das, wenn du die Erde epilierst, musst du Unkraut rupfen gehen? Ja. Also ich meine, Epilierer sieht jetzt nicht viel anders aus als so eine Unkrautrolle, oder? Stimmt. Ja, Odin.
Wir machen gleich kurz aus und dann machen wir mit Persona weiter oder so. Ja, irgendwie sowas handelt, genau. Ist der Vertikulierer nicht das Ding, was so Presslufthammermäßig in die Erde reingeht? Das ist nicht was anderes? War das das? Meins auch zum Entfernen von Dingens, aber es sieht nicht aus wie so eine Rolle, glaube ich. Nee, Vertikutierer ist schon richtig. Das schon sind so Rollen mit Klinge dran oder so. Ich nehme das, so Metallscheibe. Das mit dem Lack zurück. Wir haben schon wieder eine Perle bekommen. So ein neues Rezept wäre aber langsam schon mal geil. Oh, dammit. Wie herzzerreißend der Maunst. Tja. Darf die Mama denn gar nichts mehr machen, Odin? Nee. Okay. Dann hört sie sofort auf, alles zu machen. Sei froh, dass er alte 4 nicht kennt. Das hat der eine Streamerbruch aber anders gesehen, dass er das nicht kennt. Schießen. Piu piu. Ballerfee. So. Ja, mau mau. Mensch. Ein Puffy. Odin, what did you do? Komisch. Warum laufe ich in die andere Richtung? Odin, hast du einen anderen Controller eingeschaltet? Ist okay, ich mach aus. Ich kann nicht! What happened? Hä? War denn Fernsprecherteil? Wir haben Gulliver doch die Fernsprecherteile schon zurückgegeben. Wiederholt es Dinge, die ich schon gemacht habe? Vielleicht gibt es mehr als ja, man braucht. Ja, das ist ein Rückspul. Ja, das haben wir alle schon mal gesehen. Was ist hier passiert? Ist auf dem Aufnahmeprogramm in die Vergangenheit ge... Deshalb hatte ich keine Kontrolle mehr über irgendwas. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Mit dem Aufnahmeprogramm kann man zurückspulen. Ja. Und Odin hat mit irgendeiner Tastenkombination zurückgespult. Also ich glaube nicht, Maschinen werden die Welt übernehmen. Es könnte Odin sein. Er hat uns in die Vergangenheit katapultiert sozusagen. Ja, ja. Der dreistige Kleine. Oh, ein Regie-Odin-Emote. Das wäre noch was. Odin an einem Rechner oder sowas. Es könnte zu klein sein, um es darzustellen. Einfach Odin mit so Regie-Kopfhörern auf. Ja, oder so. Vor ihm so ein Mischpult. So. Machen wir jetzt erstmal kurz Pause. Und dann machen wir vielleicht ein bisschen Persona. Bis später.
gieß später.